Och Mann, und ich kann Samstag nicht. Na, dann musst du das nächste Woche Freitag auf YouTube schauen. Ach Mann. Ja, na komm, kämpf dich ums Eck. Du musst das verschieben. Leider kann er da nur an dem Tag. Also. Ja. Jetzt habe ich dem Hanko auch das Abo da gelassen. Ja. Danke, Vampi. So, Mr. Too Late, wenn du ihn sprichst oder hörst oder sonstiges, sag ihm, ich habe ihn abonniert. Ich folge ihm jetzt auf Twitch. Ja. Hat sich bei ihm dann auch direkt mal die Zuschauerzahl verdoppelt. Weil Das kann Mr. sein. Too Late hat jetzt inzwischen auch einen Twitch, Kanal und er hat vor, da demnächst auch regelmäßig oder häufiger mal zu streamen. Eventuell, jetzt verrate ich euch ja doch, wer da ist, egal. Eventuell macht er das auch schon am Samstag. Okay. Ja. Und weiter geht's. Ja. Nein, mit Mr. Too Late gehe ich dann zusammen in das DLC rein. Und ja. Das kann lustig werden, sage ich euch direkt. Nicht schlecht. Ja, wir haben, lol, hatte mir schon gedacht, dass es Mr. Too Late ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, nein, also wir haben das die Tage jetzt gemacht, haben das auch schon einmal durch. Das heißt, wir werden es auf einer anderen Schwierigkeitsstufe spielen. Und da kann es dann richtig lustig werden, das sage ich euch. Dann bin ich ja mal gespannt. Ja. Das kannst du sein. Und geht das jetzt besser mit dem Überladewagen, Kenny? Ja, das ist herrlich Das einfach. ist schön. Das Zwischendurch, sieht. wende ich zu eng. Und Ah. habe dann das Problem, dass ich nicht wieder anfahren kann. Aber ansonsten passt das alles. Sieht zumindest sehr gut aus. Ja. Wenn man nicht wieder nebenbei noch was mit einem Auge am Schielen ist hier. Er ja, muss ja dein Chat im Auge behalten, Ja, nicht den Chat. ne? Also. Ich habe mir ein neues Headset gekauft. Ah, okay. Von Sony direkt. Das ist der Link von Mr. Too Late. Da war ich gerade mit dem Auge am Schielen. Also, Ja. habe ich schon. Ja, ich weiß. Dina hatten auch schon. Aber falls Deichsel mal bei ihm vorbeischauen will, weil er macht ja sehr viele Shooter. Ja. Oder falls Vampi ihm ein Like da lassen will und ein Follow auf Twitch. So. Weil suche ihn mal, wenn du nur weißt, er heißt Mr. Too Late. Ich glaube, den findest du schnell nicht. Ja, nicht wirklich. Du hast ihn, sehr gut. So bin ich halt. Für Freunde mache ich doch gerne Werbung. Das ist lieb von dir. Biene, Bitte. dein Intro ist cool. Danke. Bitte.
Das habe ich mir auch gedacht, als ich das vorhin gesehen habe. Da habe ich gesehen, das hat schon jemand drunter geschrieben. Da war ich zu dämlich, einen Haken zu setzen. Magst du das gleich mal ausprobieren, Hanke, mit dem Überladewagen? Gut. Geht alles komplett ins Silo rein, was wir hier ernten? Wer von euch beiden war, ist jetzt gerade hier unten rumgefahren? Ich bin gerade abladen im Silo da. Ah, okay. Hast du zwei Ladungen oben rein gemacht? Genau. Nur du musst gucken, Hanke, dass du hier verdammt genau fährst, weil manchmal siehst du sonst nicht, dass da noch was stehen geblieben ist. Das heißt, gerade an den beiden Hauptecken musst du am besten einmal die große Wende machen. Ach so, ich soll den Erntor fahren. Ja, ich dachte, ich habe verstanden, ich soll den abladen. Nein, ich dachte, du wolltest mal ausprobieren, wie das hier so ist, mit dem Anhänger da zu fahren. Ja, doch, das möchte ich wohl gerne mal ausprobieren. Weil dann hast du da auch schon mal ein bisschen Erfahrung drin. Deswegen, du siehst vorne diesen diesen Arm, womit der oben das abschneidet. Ja. Da ist ja dieser schwarze Balken, sag ich jetzt mal, wo dran das Ding hängt. Und das ist so die Markierung, das sollte die Hälfte sein. Und ja, solange wir noch nicht das Geld haben, um uns einen, wie heißt das? Anderen aus Erntehaussatz. Feldhäcksler. Genau. Solange wir den Feldhäcksler uns noch nicht leisten können, müssen wir damit noch ein bisschen Vorlieb nehmen. Ja. So. Nein. Fragt sich nur, wie lange das dauert, bis wir uns den leisten können. Wird sich zeigen. Willst du mir sagen, dass der voll ist? Hopp. Nein, nicht ganz. Okay, ich stehe ein Stück zu weit weg. Ups. Und so kommt Gokus Traktor auch mal wieder ans Arbeiten. Ja. Verstaubt ihn nicht. Genau. Der ist schon total verstaubt. Nein, ich wasche ihn auch regelmäßig. Ach, du wäschst ihn regelmäßig. Ja. So. Ja, Kenny, bei Biene und meinem Projekt da, rat mal, wer die Fahrzeuge wäscht. Biene? Genau. So, ich lass dir das hier so stehen. Ne, also im Anhänger ist noch was drin. Das siehst du ja da oben an dem grünen Lämpchen, weil wenn der leer ist, ist das Lämpchen aus. Ja. Die beiden Anhänger sind voll, die kannst du dann gleich direkt wegfahren. Ja. So. Und dann hüpfe ich mal durch die Fahrzeuge. Hüpfen wir hier, hüpfen wir da. Ja. So, senken, anschalten, abfahren. Ich sagte abfahren. Machen wir das hier weiter. Die Zuckerrüben kommen. Zuckerrohr kommt auch ins Silo bei uns rein? Ja. Gut. Fabrik ist voll. Oder was heißt voll? Also da ist genug drin. Können wir nachher voll machen. Kannst du zwischendurch voll machen, wie du magst. Aber ansonsten alles im Silo. Okay, weißt du Bescheid. Jo. So. Dann hat mein Stream mal was anderes zu sehen. Biene! Bitte. Ich habe ja gerade herausgefunden, wie ich auf der PS5 bei einer Aufnahme auch ein Screenshot machen kann. Sehr gut. Ja,
Ja, da hätte ich sonst auch noch einen Tipp für dich gehabt. Weil du kannst dir ja das Video im Nachhinein nochmal angucken. Und da kannst du dann auch einen Screenshot drin machen. So habe ich auch anfangs meine Screenshots für Police Simulator und Firefighter gemacht. Ja, ich habe immer, wenn ich auf diese Taste für Aufnahme und für Screenshots drücke, ne, dann Ja. komme ich immer wieder da auf das Programm, wo ich aber die Aufnahme mit stopp. Und das will ich ja nicht. Ah, okay. Und jetzt habe ich das mal ausprobiert. Ja. Ist wahrscheinlich so wie auf A4 auch eine Doppelbelegung und das Ja, einmal ich muss. drücken ist Nee, dann nee, eine. nee. Nee, ich muss gedrückt halten. Ja, meine ich doch. Gedrückt Ich muss. halten startet bei mir die Aufnahme. Zweimal drücken startet die Aufnahme. Einmal drücken mache ich einen Screenshot und gedrückt halten kann ich dann das Bild teilen. Ja, und Ich habe siehst du, und das ich. umgestellt. Ja. Aber ich wusste das nicht genau, wie das geht. Und ich habe heute auch ein paar YouTube-Videos dazu mir angeguckt, aber irgendwie hat jeder Mist erzählt. Wempi, was heißt denn hier bla 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 und tizzes? Ich habe doch extra, weil du schon reingeschrieben hast, du kannst das Grünzeug nicht mehr sehen, bin ich doch jetzt schon extra hingegangen und habe mit dem Hanke die Arbeit getauscht. Genau, Vampi. Wo ignoriere ich den Chat? Tue ich doch gar nicht. Dass ich verfolge euch, habe ich gesehen. Aber daher, dass das für Samstag dann wichtig ist, habe ich das jetzt nicht weiter kommentiert. Wempi, wieso soll ich lieb sein? Was habe ich verbrochen? Ach, dazu musst du nichts verbrechen. Sie schreibt im Chat rein, Hanke sei lieb. Ja. Ich bin doch lieb. Du hast ihn. Ja, dass du Mr. Too Late folgst, darauf bin ich vorhin eingegangen. Ich verfolge euch. Habe ich auch gelesen. Und dass du das Grünzeug nicht mehr sehen kannst, habe ich doch auch was zu gesagt. Deswegen habe ich ja mit dem Hanke die Arbeit getauscht. Jetzt hast du Braun in Braun. Wie sich das anhört, braun in braun. Ja, ist doch so. Dunkelbraun. Und wenn hinten da das Gestrüpp rauskommt, der Abfall, sage ich jetzt einfach mal dazu, ja, das ist ja auch wieder braun. Versuche halt den Chat so ohne direkt drauf einzugehen, trotzdem in die Unterhaltung mit einfließen zu lassen, Wempi. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus, ohne das an die große Glocke zu hängen. Du hast da vor am Hanke etwas geschrieben. Ja gut, wenn das an Hanke gerichtet war, dann muss ein Hanke die Ohren lang ziehen. Man muss sich ja eben gucken. Also Motor wieder ausstellen. Was hat sie denn alles geschrieben? Hanke, ich verfolge dich. Das habe ich gelesen.
Hab ihn, ich verfolge euch. Er muss ja dann das Anke, ich verfolge dich gewesen sein. Das habe ich doch gesagt. Ja, da hast du dich für bedankt. Ja. Also Wempi, rück mit der Sprache raus, worauf beziehst du dich? Wir stehen gerade allesamt wie Ochs vorm Berg. Habt ihr vor den Hanke etwas geschrieben? Ja, das ist jetzt das Letzte, was sie geschrieben hatte. Weswegen ich sagte, von wegen, sie hatte dir was geschrieben, worauf du nicht reagiert hast. Hast aber nichts dazu gesagt? Doch, ich habe doch Danke gesagt. Nein, zu den Smileys, die sie dahinter gesetzt hat. Zu diesem lila Teufelchen. Oh Gott, ich komme nicht mehr zum Arbeiten, ich muss Chat lesen. Wie ein echter YouTuber, ne? Ja. Okay, da sind kleine Teufelchen hinter. Ja. Das rückt alles in ein anderes Licht, ja. Aber das Licht geht auch. Ja, ich musste mich hier ein bisschen aufs Fahren konzentrieren, deswegen habe ich das wohl nicht richtig gesehen. Ich entschuldige mich, Bampi. So kannst du mal üben, wenn du dann selber live streamst. Nein. Wieso? Weil dann keine Arbeit mehr kommt. Dann bin ich nur noch am Lesen. Ja, das dachte ich ja anfangs auch, aber du hast ja nicht von Anfang an hunderte von Zuschauern. Ne? Das wächst ja mit der Zeit und dadurch gewöhnst du dich dran. Oh, sie nimmt's dir böse. Oh nein! Jetzt hast du verkackt, Tanke. Oh, Vampi! Hey, hoppla. So. Nein, das war die falsche. Nee, Moment, war doch. Nee, war doch die falsche Richtung. Da lang muss ich. Ab. Vorne ist er. Wir schlängeln uns hier durchs Gemüse. Und sobald er auf dem Rückweg ist, tankt man ab. Ach, Hanke, du musst dir noch angewöhnen, dass du auch während der Fahrt den Tempomat einstellen kannst. Ja. Ich bin doch noch nicht so weit. Ich hab was überlesen. Ach, schon wieder? Nein, alles gut, Hanke. Ich sag dir das ja nur. Das Joa et Kenny Vetal noch, das hab ich gelesen. Ich wusste gerade nur nicht, worauf das bezogen war. Und weil ich gerade im Gespräch war, hatte ich da nichts zu gesagt. Komm, gib mir dein Rohr. Klingt irgendwie falsch, wenn man das so sagt. Ja. Na komm, 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 komm. Dann fahre ich das Zeug jetzt weg. Mal eben zu Feld 7 hoch. Nee.
nicht auf dem Feld. Warum nicht auf dem Feld? Ein Deichsel ist wieder da. Deichsel, du hast was verpasst. Oh ja, sie meinte auf dem Feld. Hast du was übersehen? Hä? Boah. Nein, ich habe doch auf dem Feld nichts übersehen. Wie immer. Ach Quatsch. Na, jede Menge Blödsinn und Rumalberei seitens Vampi. Und Verwirrung von uns. Ich bin unschuldig, Deichsel. Ja. Diesmal ja. Diesmal ja. Hattest du jetzt vorhin schon was weggefahren? Hm? Anke? Nein, habe ich noch nicht. Oh, nein. So, wie viel Prozent haben wir? Ich schaue nach. 24. Ich muss allerdings dran denken, der Ernter arbeitet ja auch noch. Wieso hast du den laufen lassen? Ja, mit dem Helfer. Ja. Hallo, ich will heute noch die Arbeit fertig kriegen hier. Du kriegst sowieso nicht alles fertig. Ja, der rechnet an. Ja, sehr gut. Ja. Ich weiß, Wempi. Ich bin teufelisch, glaube ich. Genau, Deichsel, so wie immer. Alles wie immer. So. Zurück, Marsch. Ui. Edgy Badge hat mich nicht hingelegt. LKW ist nicht müde. LKW will nicht schlafen. LKW betrunken, taumelt ein bisschen. Hui. So, kurz warten. Kann ich mal eben schnell ein Schlückchen trinken? Ganz schnell. Du hast ein Stück nicht gesät. Ich bin noch gar nicht am Säen. Ich bin am Ernten. Sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Feld, Wempi. Was meinst du jetzt? Deichsel? Nein, ich habe gute Laune. Soll ich dir mal zeigen, wie ich auch in Real Life fahre, wenn ich gute Laune habe und die Straße frei ist? Ui. Ja? Dann mache ich nämlich auch gerne mal so und so. Also wenn das jetzt zweispurig wäre, würde ich halt so hin und her pendeln, von der einen auf die andere Spur. Kenny? Ja. Der Zuckerrübenernter, erkennt er eigentlich den Überladewagen an? Ja. Dass der damit dreht? Nein. Damit kannst du keinen Helfer fahren lassen. Der verknotet sich. Der hat ein Problem mit dem Anhänger. Ja. Sonst hätte ich auch vorhin da schon einen Helfer eingesetzt. Weil ich nämlich jedem Helfer fahren lassen wollte, während ich ablade. Geht nicht, aber das ist so nah, das schaffst du alles so.
Na, jetzt hat's geruckt und ich bin zu schnell geworden. Ach, ich denke gerade, was denn jetzt los? Warum knallen hier jetzt Nachrichten rein? Vampi hat die Werbetrommel gerührt. Nur um zu vertuschen oder um zu versuchen zu vertuschen, dass sie geschrieben hat, der Fahrer hat wohl einen zu viel oder zwei. Wenn ich das hätte, ja, dann könnte ich jetzt nicht so schön gerade fahren, also bitte dich. Ah, nein, das hinten dran ist, sind die Halme, wenn du so willst. Halme, Blätter und Co. Die drischt der Mähdrescher ja mit ab. Und die werden halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, als Abfall wieder rausgeschmissen hinten. Nein, ich bin immer noch bei meinem ersten. Da können es nicht 5 zu viel sein, Vampi. Ich bin immer noch bei meinem ersten Energy. Einer ist keiner, ne? Nein, ich bin immer noch bei meinem ersten Energy für diesen Livestream. So. Schauen wir mal gerade, wir sind schon bei 33%, das ist sehr gut. Feld 9, Feld 4, Feld 25 muss Biene gleich machen, weil das halt beides Zuckerrübenernteaufträge sind. 26.000 Mais, das wäre auch noch cool. Ich weiß nicht, ist Feld 19 denn noch aktiv? Ist schon fertig, dafür habe ich Feld 25 angenommen. Ich habe gerade nur mal geguckt, was der nächste Auftrag wäre, den ich mit dem Mähdrescher machen könnte und der am meisten Kohle bringt. Ach, dann hast du den Zuckerrübenauftrag schon fertig gemacht. Nein, Feld 9 und Feld 25 sind die Zuckerrübenaufträge. Und Feld 24 bin ich dran. Ach, Feld 9, Entschuldigung. Alles gut. Nur bei Feld 9 müssen wir Biene vielleicht helfen mit dem Abfahren. Oder vielmehr du. Ja, da gucken wir dann, wer das von uns macht. Ich bin auch nicht so gut in Ab mit dem Deichselhänger. Wieso? Weil die zum Supermarkt gehen. Feld 9 geht zum Supermarkt? Jetzt willst du mich rollen. Nein. Knutsch meine Puppe. Na, das wird geil. Kenny, kannst du mal kurz rüberspringen in den Zuckerrübenernter? Irgendwie erntet er nicht mehr. Bist du raus? Ich bin raus, ja. Ups. Jupp, du hättest hier senken müssen wieder. Senken? Ja.
Das stand da auch. Yep. Okay, das habe ich nicht gesehen. Alles gut. Biene, Bempi hat dir was in den Chat geschrieben. Mein Kopf ist auch kaputt, Bempi. Stimmt nicht. Kaputt ist immer Ansichtssache. Hanke, Deichsel hat dir was geschrieben. Deichsel hat mir was geschrieben. Ja. Sind ja gerade jetzt so zwei Nachrichten, die letzten beiden. Bempi bezieht sich da auch schon drauf. Deichselhänger? Ich habe keinen Hänger. Ich suche das gerade. Ist direkt von unten. Eine der letzten Nachrichten. Ja, jetzt die drittletzte Nachricht. Also der hat das nicht direkt zu dir geschrieben, sondern so in den Chat. Finde ich nicht. Bin ich doof? Siehst du, dass Wempi geschrieben hat, at Deichsel, hahaha? Nein. Dann scroll mal runter. Nein, wird mir nicht angezeigt. Ja, okay. Aber Deichsel fand das nicht lustig, dass du gesagt hast, Hänger. Das heißt Anhänger. Die nehmen das aber auch alle wieder heute ernst. Ja, vor allem, wenn du Deichsel mit Namen heißt, ne? Und Bempi, Hanke gibt mir nicht sein langes Rohr, weil... Nee, ich gebe ihm nur mein kurzes Rohr. mit dem Weil davor passt das gerade echt genial. Ohne Worte. Ich sag da jetzt nichts mehr zu. Noch keine 22 Uhr. Wollte ich auch gerade sagen. Spargel, Zucker, Rüben, Auberginen. Kuchen. Nein, Schlagsahne, Rührsahne. Kuchen. Glaub mir, Kuchen. Ich weiß. Jetzt hat er was zu dir geschrieben. Siehst du das denn jetzt wenigstens? Hanke war Spaß, das sehe ich. Aber die andere Nachricht, die kriege ich echt nicht angezeigt. Aber bitte mit Sahne. Ja, das dachte ich mir auch gerade, als ich die Nachricht von Wempi gelesen habe. Unser Sahnemeister ist gerade nicht da. Gott sei Dank. Was? Gott sei Dank. Was? Was? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts und davon ganz viel. Spaß. Ja, Spaß muss sein. Ich bin nur ein armes, kleines Kenny. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin noch ganz jung und unschuldig. Na gut. Summ, summ, brumm, brumm, sagt Wempi dazu nur. Summ, summ, brumm, brumm, ja. Manchmal brumm ich.
Ich bin eine Biene. Nee, Kenny, du bist keine Biene. Nicht wenn, mehr. Wenn Kenny eine Biene ist, dann heiße ich Samson. Hanke, der ist böse, aber gut. Deswegen lass ihn dir durchgehen. Ist doch wahr, dann bin ich Samson. Samson von der Sesamstraße. Ach so, du bist dann Samson. Ich dachte, die Biene heißt dann Samson. Okay. Nein. Joa, kein Thema. Also, Bauer Samson ist auch am Start. Das wird der neue Name dann. Ach, dann muss ich das hier anhören. Das ist ja doof. Ah, herrlich. Ah, Bauer Hanke, jetzt auch neu Bauer Samson. Müsste ich reinschreiben, alias Bauer Samson. Ja. Ach ja, herrlich. Ja, wenn man nicht lachen könnte, ne? Hör bloß auf. Lachen ist heute für mich echt scheiße, unter Umständen. Dann müssen wir dich jetzt zum Lachen bringen. Nein, bloß nicht. Ja, ich reiß mich extra zusammen. Ja, ich weiß. Aber ist doch immer so, Biene, oder? Der eine reißt sich zusammen, der andere reißt sich auseinander dafür. Genau. Nee, was du vorhin nicht mitbekommen hast, ich habe mir den Magen verstimmt. Das habe ich mitbekommen. Hast du doch mitbekommen. Habe ich mitbekommen. Ja, und das ist nun mal scheiße. Ja. So. Deswegen, wenn ich jetzt lache, kann man ganz schön in die Hose gehen. Ja. Wollen wir das nicht mal ausprobieren, wie Nein. schnell du aufs Klo kommst? Nein. Das ist gemein. Ja. Oder wie schnell die Hose voll ist. Ihr habt aber auch Scheißideen. Ich wollte ja nur wissen, wie schnell du aufs Klo kommst. Sabine sagt dir gleich, du machst dir die Hose voll. Ja. Wir sollten mal ein bisschen wieder. Hast du schön warm, Kenny? Ist auch kein Problem. Ich habe vorhin extra meine Balkontüre aufgemacht, weil mir zu warm ist. Achso, okay. Ja. Nein, Deichsel, nein. Und Hanke, Wempi hat dir da was reingeschrieben. Ich guck sofort, Wempi. Summ. Ich muss mir angewöhnen, auf den Laptop zu gucken, ist cool so. Ja, mach das doch. Nee. Muss ich alles umräumen. Ich bin nämlich heute mal auf der PS5 unterwegs. Aha. Und die steht leider im anderen Zimmer. Mhm. Ideale Voraussetzung. Ideal vorbereitet für den Stream. Ja. Wollt ihr eigentlich die Füße hochlegen und euch zugucken? Oh je. Nein. Nein. Doch, ich wollte mich in meinen Trecker setzen, um euch zugucken. Sagt nicht nein. Ist ganz klar abgelehnt. Ach, Mann. Ja, bin ich. Ja, muss ich mich. Und das ist schlimm, Wempi. Ja, der muss immer vom einen Fahrzeug ins andere umsteigen. Ja. Yeah.
Furchtbar. Furchtbar, sage ich euch. Tja, so ist das Leben. Hart und unfair. Ja. Womit habe ich das bloß verdient? Mit lustigen Streamer-Kollegen. Deswegen habe ich das Umsteigen verdient. Ja. Wir brauchen Willi. Ganz einfach. Nee. Und doch, dann? der muss uns nochmal die Ernte abfahren. Muss er von einem Träger zum anderen sprinten. Ich sage jetzt nichts dazu. Vampi, was sind das da für weiße Smileys? Weil ich sehe nur weiß. Ich sehe da sonst nichts. Außer zwei schwarze Punkte, deswegen frage ich. Es gibt viele harte Dinge, ja. Okay, wenn du sagst, ist egal, dann nehme ich das so hin. Dann nehme ich das so hin und lass das so stehen. Wann kommt denn dein Bauer Hanke Twitch-Kanal? Oh. Du fragst mich Sachen, das weiß ich doch noch nicht. Also, lass mich doch erstmal mit YouTube klarkommen. Dann kann ich mir über einen Twitch-Kanal Sorgen machen. Oder Gedanken. Ich hab beides gleichzeitig gemacht, weil wenn du einmal dabei bist, dich irgendwo einzuarbeiten, dann kannst du das auch direkt bei beiden Sachen machen. Nein. Okay. Das kriege ich nicht hin. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ah, das wirst du noch, das wirst du noch. Kriegen wir noch hin. Bei mir den Stream-Chat mitlesen und gleichzeitig noch arbeiten, kriegen wir hin. Oder Vampi, was meinst du? Also in 4 Jahren. Du, je häufiger man etwas macht, umso eher verknüpft das Gehirn diese neuen Bindungen. Du darfst es nur nicht zur Gewohnheit machen. Weil dann ist das wieder kontraproduktiv. Ja. Keine Ahnung, wo mein langes Rohr sich versteckt, Vampi. Was meinst du jetzt, Biene, mit hä? Man muss was regelmäßig machen, um es zu kapieren. Aber wenn man es zu oft macht, dann ist es wieder kontraproduktiv. Ja, pass auf. Die Alzheimer-Forschung hat ergeben, wenn du neue Sachen lernst, verknüpfen sich neue Windungen im Hirn. Das kennen wir ja alle. Und bisher war ja eigentlich so, dass man sagte, je häufiger man das macht, umso mehr festigt man das. Ja, wenn es allerdings zu einem Automatismus wird, sprich, dass du das so ganz beiläufig machen kannst, ab dann schadet es deinem Gehirn, weil dann baust du die alten auf gebauten und gestärkten Windungen wieder ab. Aha, okay. Ja. Das heißt, wenn das hier Automatismus wird mit Fahren und gleichzeitig Stream lesen, dann muss ich mir was Neues einfallen lassen. Okay. Aber das dauert noch, also daher. Kenny? Ja. Warum ist bei Feld 18 ein bisschen Zuckerrohr, was nicht erntereif ist? Das weiß ich nicht, warum das so ist. Da bin ich vorhin auch schon drauf aufmerksam geworden. Das müssen wir nochmal nachträglich dann ernten. Vampi hat dir wieder was geschrieben. Sehr böses Blut. Was du da verstreust, wenn wie sehr böses Blut. Ah, herrlich.
Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, aber guck mal, wie gut sie sich mit so großen Dingen auskennt, die sie mit der Lupe suchen muss. Weiß direkt, was zu tun ist. Nein, das ist doch lieb. Nein, das ist ganz böse, Vampir. Ganz böse. Du weißt, dass du Vampi nicht so ernst nehmen darfst? Ja. Sehr gut. Und es ist ja immer die Frage, es gibt ja verschiedene Arten von Lupen. Lupen, die Dinge vergrößern und Lupen, die Dinge verkleinern. Also, ne? Ist die Frage, mit welcher Lupe kommt sie an? Sicher mit einer Vergrößerungslupe. Das Ich kenne Lempi. war aber jetzt böse für eine Handgemiene, das ist ja schon klar. Er weiß, wie ich es meine. Böse Biene. Da reden wir doch bald drüber. Gerne. Das hat jetzt Biene gesagt. Guck mal, wie schnell sie da dann auf einmal nichts mehr damit zu tun haben will. Ja, Biene, Wempi, ich fordere dich heraus. Oh, nicht jetzt im Chat. Das kannst du beim YouTube-Kanal Bauer Hanke gerne machen. Aber nicht jetzt hier in meinem Chat. Da könnt ihr das dann gerne ausdiskutieren. Nein, wir diskutieren das jetzt hier gerade aus. Nein. Doch, du kannst mich ja runterschmeißen. Schmeiß dich nicht runter. Siehst du? Ich mute Also dich das. Also, einfach. dann macht das mir egal. Kannst du wenigstens weiterarbeiten. Du meinst, dass ich denn noch weiterarbeite? Wenn ich dich mute, kannst du noch weiterarbeiten. Wenn ich dich runterschmeiße, nicht mehr. Ich sag ja, wenn du mich mutest, meinst du, dass ich weiterarbeite? Ja, du Bist du bist dir doch da der sicher? fleißige Bauer Hanke. Bist du dir da sicher, dass ich das mache? Du bist der fleißige Bauer Hanke, du willst doch deinen Ruf nicht beschädigen. Ich arbeite nur im Hellen. Und es wird dunkel. Dafür haben wir alle Lichter. Nein. Doch, haben wir. Nein. Wie nein? Die Fahrzeuge haben alle Lichter. Nein. Jawohl. Zeig mir eins, was Na. kein Licht hat. Beernter? Hat Licht. Nein. Ja. Habe ich vorhin Nein, sogar wo? schon angemacht. Wo? R1 und Kreis. Wo? Hier ist Was? kein Licht. Steig aus. Da, wie viel Licht willst du noch haben? Noch mehr. Muss ein paar Lampen anbauen hier. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ja. Ja. Im Dunkeln ist Fühlen keine Schande. Was? Das stimmt, Bambi. Ja. Definitiv. Aha. Doch, bin ich aber. Aber Vampi, ein Hase, der hat einen kleinen süßen Stummelschwanz. Jetzt fängt der auch so an. Hey, ich habe von einem Hasen gesprochen.
Ist ja kein Unterschied, oder Hanke? Also, ihr wollt mich heute ärgern, ne? Kann das sein, dass ihr mich heute ärgern wollt? Nee. Nein. Macht so weiter, dann könnt ihr die Arbeit gleich hier alleine machen. Wir brauchen Gesprächsthemen. Biene, wir verstehen uns, hat Wempi geschrieben. Sucht euch ein anderes Gesprächsthema. Ja, finde eins. Biene, hast du den Ernte aus dem Graben wieder rausgekriegt? Welchen Ernte aus dem Graben? Ja, was du mir heute Mittag geschrieben hast, oder heute Nachmittag. Oh. Na, das Thema habe ich nicht gemeint. Du hast gesagt, ich soll was sagen, ja. Bitte, hast ein Thema. Hast du die Ernte wieder rausbekommen? Also ich bin nur froh, dass wir hier keine Wassergräben haben. Genau, bin ich auch froh. Die Wassergräben sind gar nicht so schlimm, glaube ich. Die Bäume sind schlimmer. Okay. Ja. Darum habe ich ja einen Traktor mit einem Gruber versenkt. Ein Traktor mit einem Gruber versenkt, ein Ernter was, versenkt. Den Gruber hast du auch versenkt? Ja. Jetzt machst du mich sprachlos. Was hast du heute noch alles versenkt? Ja, heute nicht, das war gestern, oder? Ich rede ja von heute. Deswegen habe ich gerade einen Dahlschlag gekriegt. So, keine Ahnung mehr. Ich habe dann Kamechelle gespielt, keine Ahnung. Gestern hast du doch den Trecker bist du doch runtergeflogen vom Surfer. Da hat der Trecker sich doch um den Baum gewickelt. Genau. Was man nicht braucht, wird versenkt. Genau. Ja, oder auf dem Zaun aufgebockt. Das ist mir noch nicht gelungen. Was? Moment. Wie war das? Hier auf dem Server? Mit dem LKW-Anhänger auf dem Zaun? Ich meine, jetzt, ja, für einen anderen Server ist mir das noch nicht gelungen. Ja, da habt ihr auch nicht so viele. Auf einem anderen Server sind keine Zäune, Biene. Bar, ja, aber könnt das mal versuchen. Ich muss mich mal ganz kurz muten. Okay. Ich bin sofort wieder da, ja. Leute. Ja. Ja. Ihr zwei dürft gerne weiterreden. Wir dürfen weiterreden. Wir dürfen weiterreden. Ja, na dann red. Red doch mal, Biene. Wempi, ich kann viel versenken, Wempi. Ja. Kostet nur alles Geld, wenn man das wieder neu kaufen muss. Naja, eine Sache, was man so versenken kann, kostet kein Geld. Das stimmt. Da hast du recht, Biene. Ich habe gekocht heute. Nein. Ja, ich habe heute gekocht, nicht bestellt. Nein, nicht bestellt. Nicht bestellt, gratuliere, ne? Wahnsinn. Was hast du gekocht? Carbonara. Und wo ist mein Bild? Dein Bild ist in meinem Magen. Ich hab vergessen. Ja. Das finde ich nicht gut. Pommes mit Mayo, okay. Ja, kann ich mir auch machen, Deichsel. Pommes mit Mayo. Das sind Ringelpommes. Currywurst mit Pommes. Oh, ich glaube, ich muss morgen mal früher aufstehen. Aha. Mhm.
glaube, ich muss morgen mal zu meinen Arbeitskollegen fahren, frühstücken. Ja, mach das. Schön Currywurst mit Pommes. Zum Frühstück? Was meinst du, was wir uns alles zum Frühstück reinpfeifen? Bratkartoffeln mit Spiegelei. Schnitzel. Und wieder haben wir überlesen. Ein Wunder haben wir überlesen. Ja, dass ich gekocht habe, das ist ein Wunder, Wempi, das stimmt. Ja, das nennt die, das versucht sie schon die ganze Woche, wo sie jetzt zu Hause ist. Ja, ich habe es nicht geschafft, bis auf heute. Respekt. Heute war ich voll in Fahrten, Haushalt gemacht, Meerschweinchen gemacht. Oha, oha. So Ja, viel. so viel auf einmal. Kein Wunder, dass du den Kartoffelernter versenkst. Ich habe ihn nicht Wenn. versenkt. Er ist zwischen zwei Bäume stecken geblieben und ich habe ihn nicht mehr rausgekriegt. Oder so. Aber auf dem Feld waren doch gar keine Bäume. Doch. Ehrlich? Ehrlich. Okay. Also Leute, wenn ihr wüsstet, was ich gerade nur für Schnipsel mitbekommen habe, ja, ja, Biene hat ganz viel Platz, was zu versenken. Aber dann auch immer nur mit Mayo. Also. Aber wir haben geredet. Ja, ihr habt geredet. Ich sage, was bei mir ankam. Ich habe gerade echt schon Tränen gelacht und war froh, dass ich nicht hier gesessen habe in dem Moment. Nein, Deichsel, unsere Map besteht nicht nur aus Bäumen. Nicht Nee, nur, aber auch. nicht nur. nicht nur aus Bäumen, die haben auch Flüsse. Ja. Ja, Stell dir ganz vor. fies. Vampi, ja. Weil, ne? Biene schafft es alles zu versenken, aber nur mit Mayo. So. Aua. Jetzt habe ich gleich die Hosen voll. Also, ja. Tja. Du hast noch mal nachgefragt, Wempi, selber schuld. Selber schuld. Nee, also. Ich habe gerade echt nur Fetzen mitbekommen. Und die passten teilweise so böse zueinander. Wie gesagt, ich war froh, dass ich gerade nicht hier in meinem Stuhl saß. Das wäre richtig in die Hose gegangen. Ja? Aber so weit von. Ja, lutsch du erstmal, Bempi, an einer Tafel Schokolade. Schokolade. Warum an einer Tafel Schokolade lutschen? Sie hat nichts anderes zum Lutschen da. Weder Spargel noch Auberginen oder Zuckerrüben. Ich dachte Eis oder ein Lolli. Das ist langweilig, das kann jeder.
Achso, okay.